Bei den Bausätzen normalerweise nicht. Aber das ist nicht so schwer zu installieren. Haben und irgendwann merken, keine Lust mehr, auf das zu das ist ja auch im Kreis Das ist das Problem dabei, nicht dass man hier halt eine Luke aufmachen muss. Und wenn ich eine Luke aufmache, dann muss ich dafür ein paar Container wegstellen. Nee, das ist gleich dasselbe. Nein. Das ist so wie Meter ist. Die sind eigentlich genormt, die Dinge, ne? Na, nicht alle. Nee. Aber das hat alles angepasst. Der passt. Ist doch komisch, dass der Akku nicht weiß, wo er hingehört. Ja, klasse, ne? Jetzt sind wir zufrieden. Ja. Das hat aber ein bisschen eng alles. Deine Passungen, die sind einfach zu eng. Das ist alles zu. Das ist sowieso enge in dem Schiff, ne? Ja, das sind 5 Kilometer maximal. Okay. Ja, ganz so weit brauchst du ja nicht fahren heute. Nochmal, schon gut. Ja, aber ich kann noch bis nach da hinten so. Ja, bis zu dem Funkturm da hinten. Ja, ja, okay. Aber kein Wasser mehr. Ja, das ist nicht schlecht. So, wer will den Bus hier fahren? Willst du weiterfahren oder er will gleich, ne? Wollt ihr tauschen? Ich rette mich selber. Deshalb hat es ja so lange gedauert. Ja, hatte er, aber er hat dreimal gemacht und jedes Mal wieder weggeschmissen, sagt, hat ihm nicht gefallen, war scheiße. Weil das Ding so schwierig ist. Weil unser Emblem ist, sagt er, dann machen wir das doch etwas vereinfacht. Ist auch kein Problem. Ja, er wollte sich da mal drum kümmern, aber dann hatte er das beiseite geschmissen und hat er den Rest auch vergessen. Dann habe ich ihn dann angerufen am Freitag und am Sonnabend hat er schon, also vor einer Woche mittlerweile, war das schon da, hat er sofort losgeschickt, Rechnung 6,60 Euro. Das ist ja mal das Blöde, dann hast du die Kostenüberweisung 50 Cent und dann noch das Porto und alles, weil das alles Blödsinn. Hast du den? Ja. Mach das Gleiche. Oh, viel Wasser. Bin ich schneller.
Drossel, der wäre ja sonst viel zu schnell. Ja, du ja schon fast ein bisschen ja, schneller. Ja. Du sehen kannst, wo die Brühe herkommt. Mhm. Ansonsten dreht er sich ja nicht stark. Da hilft ja nicht ganz viel. So, wer will jetzt was fahren? Ja, ein Ferienpass. Ein Ferienpass. Den muss man bei der Stadt Oldenburg kaufen. Und dann kann man da so mehrere Veranstaltungen aussuchen. Und wenn man sich dann auch. Mal so zu sagen, das ist übrigens, ich meine, ich habe das selber gebaut und noch ein bisschen erweitert, aber das ist mal aus einem Jugendprojekt geworden. Da hat man mal so eine Woche lang Jugendliche zum Basteln gebracht. Ohne Wind läuft nichts. Also wenn du nimmst das Stechpaddel und versuchst damit das Schiff nach vorne zu kriegen. Alles wieder eine? Ja, eben waren sie mal alle so weit auf die Aber es fährt sich angenehmer. Ja.
Die Dora? Dorum. Dorum. Schneller als die meisten anderen Schiffe. Darum ist es so. So Leute, wie ist das? Wer hat den Selbstzerstörungsknopf gedrückt? Ich muss auch eingefangen werden. Hier ist ein Sender am Pfeifen. Die muss man auch bei Modell. Bei dem ist das schon eher, wenn du den zum Kettern bringst, dann könnte da schon mal ein bisschen Wasser eindringen. Aber bis zu 5 Liter kann der auch locker vertragen, da geht noch nichts in der Elektronik kaputt. Ich habe schon Mühe und habe schon das gemacht und dann... Ja. Das sind die Segel, sind doch alle selbst gedehnt und so designt. Und das ist ja überhaupt nichts aus irgendeinem Kasten. Das ist ja alles komplett auf meinem Mist gewachsen, was man da sieht. Ob das die Ruderpinne ist oder der Mast oder alles. Ist, da muss man spezielles Tannenholz, was sehr leicht elastisch ist, muss man nehmen. Da kannst du auch nicht irgendwelche Vogeltrittholz nehmen. Da hast du mir auch Probleme. So, jetzt müsst ihr nämlich gleich euch alle, die Ferienpass hatten, müssen gleich erstmal alle auf dem Steg und sich fotografieren lassen. Und dann kannst du dann noch weitermachen. Ne?